Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und finally ist es soweit. Wir haben krasse neue Pferde drin. Und zusätzlich zu den aktuellen Fantasy-Pferden gibt es nun neue krasse Mythical-Pferde. Und oh mein Gott, sehen die alle aus. Wir hatten ja schon einige in der ersten Promo. Und übrigens seht ihr hier, dass sie dieselben Stats haben wie die Fantasy-Pferde. Sind also nicht schlechter, nicht besser als... Oh mein Gott, irgendwie glitscht das so ein bisschen. Oh mein Gott, was ist denn da, wenn nicht in Ordnung? Es gibt auf jeden Fall krasse, und zwar wirklich krasse neue Pferde, die ja anscheinend noch ein bisschen Problemis haben. Oh mein Gott, das sieht so mega aus. Und das Banshee-Pferd. Oh mein Gott. Ja, okay, es ist ein bisschen nachverzogen anscheinend, aber okay. Die sind schon ex... Wow. Wow, howdy, wow, wow, die sieht das krass aus. Das ist wahrscheinlich so absolut mein Favorite. Oh mein Gott. Alter, ist das mega, der Lightning Clydesdale. Und dann haben wir... What the fuck? Alter. Oh mein Gott, und hier seht ihr übrigens immer auch, wie ihr die Pferde bekommen könnt. Da steht nämlich immer noch mit dabei. Das sind nämlich in Minigame-Events. Und das ist eine Sache, die sie richtig geil gemacht haben. Übrigens gibt es dazu auch neue Haustiere. Das zeige ich euch nämlich auch mal. Also erstmal könnt ihr keines dieser keines dieser Pferde, kriegt ihr aus irgendwelchen Kisten, aus irgendwelchen Boxen. Also zumindest nicht aus Sachen, die ihr kaufen könnt. Keines dieser Pferde könnt ihr irgendwie kaufen. Denn die sind nämlich in Packs drin, die ihr aus Events bekommt. Ihr seht das jetzt hier, 33 Stunden ist das Event. Dann habe ich hier die Kiste. Und in der Kiste kann nämlich dieses Pferd drin, was ihr da unten gesehen habt. Ihr habt dazu Katzenohren drin, ganz komische Sachen. Auf jeden Fall seht ihr hier, dass ihr auf Stufe 1 nämlich schon auch die neuen Pets drin habt. Ihr habt den Drachen drin, was ist das genau? Wie heißt das? Oh Gott, ich vergesse gerade den Namen. Es ist ein... Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall habt ihr noch diese geile Ente drin und eben hier auch das Pferd mit irgendwie keiner Prozentsatzchance. Und dann seht ihr das hier. Hier geht dann das, die Abstufe 2 ist es für, zu einem 0,5%, zu einem 1% und so weiter. Also ihr habt da quasi, ihr erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr das Event spielt. Aktuell ist es Meadowcraft Farm. Das hatte ich, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Hier seht ihr auch, dass ihr hier diese... Kann man, was ist das für eine Währung? MD? Sind das Minigame-Punkte? Okay. Hier kann man übrigens auch noch einen Boost kaufen. Der ist übrigens ziemlich teuer. Also ihr könnt das Ganze auch noch, seht ihr hier, für Diamanten machen. Meadowcraft Farm hatten wir nämlich schon mal gespielt, wenn ihr euch daran erinnert. Das war das Game, wo wir immer wieder dieses Ganze aufgebaut haben. Und das können wir eben dann boosten, auch nochmal pro Level hier für 1300. Das ist schon eine ganze Menge. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell das jetzt geht. Wir werden auf jeden Fall demnächst nochmal ein Video zu machen, wie schnell das geht, wie ihr das am besten hochbekommt und so weiter und so weiter. Finde ich persönlich eine saucoole Sache. Gefällt mir richtig geil, dass wir das machen können. Wir können jetzt auch mal hier in eine Runde reingehen. Wenn es jetzt gerade startet. Ja, startet. Falls ihr euch erinnert, wir haben das schon mal gespielt, Meadowcraft Farm. War im Endeffekt eine recht kurze Sache, aber ganz cool gemacht. So ein bisschen so ein Time-Based-Ding. Also, wie erklärt man das am besten? Also, ihr sammelt Materialien, verkauft die wieder. Ich glaube, das war das Game, was wir nämlich schon mal gespielt haben. Und dann geht ihr dann auf die Milch. Die Milch kriegt ihr dann richtig viel, um das wieder zu verkaufen mit den Kühen und so weiter. So war das eigentlich, wenn ich mich nicht ganz jetzt vertue bei der Sache. Also, ist jetzt die Frage, wie viel man jetzt pro Spielen bekommt an sich. Wenn man bedenkt, dass das ein Level 1300 Gems ist, dann dürfte das, glaube ich, schon so ein bisschen dauern, bis man da was bekommt. Wir sind jetzt gerade nämlich hier in der Meadowcraft Farm. Das seht ihr hier gerade selber. Vielleicht hat sich das auch gerade geändert. Hier ist das Sell Goal. Hier kann man dann auch die Kühe kaufen. Und da geht ihr dann nämlich hier hin. Genau, der König will nämlich die Steuern haben. Genau, 500 Gold brauchen wir, um das Ganze hier abzuschließen. Und als erstes haben wir halt wirklich nur 5 Gold. Und müssen uns da bei den Händlern hier einkaufen.
Genau, hier kann man eine blaue Blume für 25 holen, können wir halt nicht. Deswegen müssen wir als erstes zum Kleinen hier gehen und da kriegen wir nämlich, glaube ich, das erste genau für 5 Gold. Und das holen wir uns. Das haben wir jetzt auch deutlich verbessert, wie ihr hier seht. Dann haben wir nämlich hier unseren Seed, unseren Samen. Und dann geht das eigentlich sogar ziemlich einfach. Wir pflanzen unseren Samen ein, haben sie jetzt auch deutlich verbessert von der Optik her. Und dann heißt es einfach warten, bis das Ganze gewachsen ist und dann können wir das verkaufen und so geht das Ganze. Ich tippe darauf, dass so eine Runde, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel lange das gedauert hat. Wir können jetzt mal gerade kurz gucken, was wir hier rausbekommen. Wir müssen mal gucken, also eine Kuh war, glaube ich, immer das Sinnvollste am Anfang. Ich überlege mal gerade nochmal, was eine Kuh gekostet hat. Eine Kuh war 250, genau. Das heißt, sobald wir die erste Möglichkeit haben auf eine Kuh, sollten wir auch da auf eine Kuh gehen. Das so als kleiner Tipp. Aber am Anfang heißt es immer hier so, erstmal abbauen. Und wir haben direkt 3 Sachen. Und können die hier direkt dann einfach mal verkaufen. Für das Verkaufen haben wir dann direkt 15. Und so geht das Ganze. Das wird also immer im Endeffekt verdreifacht. Dann kann man nämlich jetzt dann hier wieder das Ganze kaufen. Und so geht das Ganze. Und dann kann man nämlich direkt hier... Können wir auch mehr kaufen als eins, weil sonst das ein bisschen unangenehm. Ich kann euch immer empfehlen, kauft euch immer direkt das teuerste. Das geht dann eigentlich immer recht schnell hoch. Jetzt haben wir nämlich 3. Mit den 3 Samen dürft man dann direkt die nächste Stufe bekommen. Und so schnell geht das im Endeffekt auch. Also einfach platzieren. Platzieren. Und dann kann man am besten nochmal gucken, dass wir das andere direkt hier vorne machen. Und dann haben wir das Ganze nämlich. Dann warten wir einmal und dann gehen wir nämlich direkt auf die nächste Stufe. Und so ist es im Endeffekt das Ganze. Also das ist wirklich das, was wir da immer machen bei der Sache. Und dann holen wir uns da dann eben die nächsthöhere Stufe, bis wir einmal dann eben diese 250 für die Kuh raus haben. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft, weil die Milch halt wirklich extrem viel bringt. Hier haben wir dann direkt unsere Sachen. Könnten dann auch direkt, wenn wir möchten, jeweils immer schon mal einen wieder platzieren oder eben alles verkaufen. Wenn wir jetzt alles verkaufen, so, dann haben wir nämlich direkt, wie ihr schon seht, so, haben wir unsere 45. Hätte ich jetzt wahrscheinlich noch einmal anders machen können, dass wir direkt 2 von den anderen Samen kaufen hätten können. Können wir auch einmal mal so machen, dass wir immer, also gerade jetzt mit dieser neuen Mechanik, dass man wirklich nur eins anscheinend kaufen kann, sollte man wirklich darauf achten, dass man, wir können halt jetzt nochmal eins hier kaufen, sollte man immer darauf achten, dass man dann wirklich immer die größte Menge als erstes kauft, weil es dauert halt ansonsten auch gefühlt eine Stunde, bis man das Ganze dann hier fertig hat dann ansonsten, gerade weil das dann halt sonst doch ein bisschen länger dauert. Aber so läuft das Ganze dann. So machen wir uns an das Sammeln. Hier seht ihr auch oben unsere MD-Punkte, die wir dadurch dann bekommen gerade. Und das ist es im Endeffekt. So erhöhen wir unsere Punkte. So haben wir dann also die Möglichkeit, uns das zu verdienen. Und finde ich eine saucoole Idee, dass wir uns jetzt über Playtime die Sachen verdienen können. Und damit dann eben auch die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, okay, wir spielen jetzt da wieder mal ein bisschen länger. Und dadurch verdienen wir uns dann aber auf lange Sicht gesehen dann eben einfach mal die neuen Pferde, die neuen Haustiere, alle Sachen in der Art. Und so haben wir jetzt dann nämlich wieder die Möglichkeit, dass wir jetzt dann wieder 3 hiervon kaufen. Und so funktioniert das Game einfach die ganze Zeit. Also sammelt euch jeweils immer die Sachen hoch. Wenn ihr davon ungefähr 3 gekauft habt, könnt ihr dann immer schon direkt zum nächsten gehen. Und so geht das dann immer weiter. Ihr seht jetzt hier, dass der Sunflower Merchant braucht 100. Und nach dem Sunflower Merchant kann man sagen, geht man dann am besten direkt auf die Kuh. Und ist dann eigentlich auch schon direkt durch. Also so lange geht das Game nämlich gar nicht, wie ihr schon seht. Ist eigentlich eine verdammt kurze Runde. Und dann sind wir da auch eigentlich nämlich schon ziemlich schnell immer an dem Punkt angekommen, wo wir dann immer wieder verkaufen. Und so läuft das Ganze. Das ist quasi das Minigame, wofür ihr das bekommen könnt, das Pferd. Und das kann man sich dann eben auch einfach nur mit Playtime verdienen. Da ist ja auch mit Mobile-mäßig so unterwegs immer mal so eine Runde. Wir sind jetzt hier bei, mit der ganzen Info vorne ran, sind wir gerade bei 10 Minuten.
Und das ist es auch im Endeffekt schon. Mehr ist das Ganze gar nicht. Und wenn man die Info am Anfang weglässt, brauchen wir vielleicht insgesamt 5 Minuten für das alles. Und haben dann schon diesen Punkt erreicht, den wir jetzt gerade haben. Also ich würde sagen, auf so eine Viertelstunde, wenn man da so ein bisschen sich Zeit lässt dabei. Jetzt seht ihr auch gerade, hier sind wir jetzt bei 135. Könnten also theoretisch immer eine große, eine kleine kaufen. Haben jetzt auch schon 51 von diesen MD-Punkten. Und das ist es im Endeffekt. Wenn man also dann 2 von der jeweiligen Sache kaufen kann, kann man auch im Endeffekt dann halt direkt die Kuh holen. Die Kuh ist dann quasi so der Punkt, wo man dann eigentlich dann diesen Selbstläufer hat, weil man dann eigentlich nichts anderes mehr machen muss, als dann die Kuh melken. Und man kann bis zu 3 Kühe haben. Das Event wird da sehr wahrscheinlich immer wechseln. Aber das ist es im Endeffekt. Verdient euch eure Kisten, sammelt das Ganze ein. Und ja, ich werde das Ganze jetzt noch machen, bis wir eine Kiste haben. Ich werde euch das dann noch hinten dran schneiden direkt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich die erste Sache habe. So, ich habe jetzt hier meine Kühe, melke die noch gerade. So, habe meine 10 Milch zusammen, verkaufe dann das Ganze. So, und schon haben wir nämlich dann unsere 500 zusammen. Wir können dem Bürgermeister hier sagen, dass wir die 500 abgeben. Bam. Und gehen zurück ins Menü. Und gucken uns mal an, was wir dazu bekommen haben. Oh, wir haben 155 bekommen. Also ich habe jetzt insgesamt 10 Minuten gebraucht. Das heißt, wir müssen das Ganze ja schon ein bisschen spielen. Also bei 10 Mal spielen haben wir 1000 zusammen. Wir brauchen, oh, es ist schon... Ist schon heftig. Also eure Meinung zu der Sache natürlich gerne wieder in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. If we could see